Hallo YouTube, wir gucken uns jetzt zwei Videos von Extra 3 an. Jetzt geht's los, weil die Videos sind sehr kurz, deswegen packe ich die jetzt einfach in ein Video rein. Einmal realer Irrsinn, abgesägte Tische. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da jetzt kommt, null Ahnung. Wurde mir jetzt vom Chat hier zur Verfügung gestellt und da gucken wir jetzt einfach mal rein. Wir stellen die Auflösung am besten noch ein bisschen höher. Boah, was ist das denn? Vom 25, das ist ja übrigens schon 1000 Jahre alt. 25.08.2016, sicher jetzt erst. Ja, komm, jetzt habe ich es angekündigt. Ne, jetzt gucken wir auch rein. Jetzt ist auch egal. Egal, ob das 4 Jahre alt ist oder nicht. Lustig ist bestimmt trotzdem. Das ist Restaurantbesitzer Michael Neckel. Im Sommer stellt er für seine Gäste in Berlin-Friedrichshain Tische nach draußen. Dafür gibt es strenge Regeln. Wir durften 13 Jahre lang die Stühle bis hier hinstellen, etwa bis zu dieser Höhe, wo diese großen Platten hier enden. Oh, ich hasse sowas. Wie pann ist das denn? Im 14. Jahr wurde uns dann gesagt, Schluss damit, nur noch einen Meter. Und das hieß bis hierhin. Boah, so kurze Tische, das geht ja gar nicht, ey. Da sitzt du so eng auf eng. Wenn du jetzt mit deinen Schätzchen oder so dahin gehst, ist ja alles in Ordnung. Da will man ja gerne ein bisschen enger zusammensitzen. Aber wenn ich da jetzt mit der Familie dahin gehe oder so, so hier zwei Leute, da zwei Leute, einen Meter breit. Ich liebe ja meine Schwester und meinen Vater und so, ist ja alles gut. Aber trotzdem will ich den doch nicht die ganze Zeit auf die Pelle rücken. Das finde ich total unangenehm, wenn man immer die ganze Zeit mit Körperkontakt sitzt. Wie kacke ist das denn? Oh, so ein Blödsinn. Ja. Doch auch dieser eine Meter ist 2016 plötzlich zu lang, sagt das Der ist zu Ordnungsamt. lang. Ja, dann machen wir mal. Ja, dann wollen wir mal genau nachmessen. Es waren 3 Zentimeter weniger erlaubt, als er beantragt hatte. Also sprich statt einem Meter nur noch 97 Zentimeter. Denn die einen Meter langen Nein. Tische ragen dem Ordnungsamt zu weit in den Gehweg hinein. Er hat diese nicht alle? Was ist los? Für mich ist so der Gehweg eigentlich so hier eher. Da ist das Auto. Also hier können doch noch zwei Leute locker nebeneinander herlaufen. Und ich finde das auch nicht schlimm, wenn man so neben Restaurants oder hergeht, wo draußen ein paar Tische stehen. Also ich habe da jetzt überhaupt keine Bauchschmerzen mit. Dieser Gehweg soll 1,50 Meter betragen. Das ist quasi die Voraussetzung dafür, dass mindestens zwei Personen sich queren können. Tja, und hier. Moment, wie weit? Zeigen Sie bestimmt gleich nochmal, wie breit der war. Hier sind es zwischen Tisch und Gehwegende nicht 1,50 Meter, sondern nur 1,47 Meter. Das geht nicht. Wegen dieser 3 Zentimeter, die fehlen, ist ein gefahrloses Begegnen von zwei Passanten unmöglich. Sehen Sie ja, es. Das ist so geil, ne, wenn die jetzt da so zeigen. Gerade dann auch noch mit Kinderwagen dabei oder so. Herrlich, herrlich, herrlich. Alter, nur weil 1,50 Meter da unbedingt festgesetzt ist. Ja, man sieht es doch hier in der Praxis, es funktioniert doch super. Wo ist denn das Problem? Mein Gott, ey, 3 Zentimeter Deutschland. Riech mich drüber auf. Ich finde es ja gut, dass vieles geregelt ist und so weiter, aber man muss doch auch mal 5 Grad sein lassen. Da muss man auch mal sagen, komm hier, wir haben uns das mal angeguckt oder so, 3 Zentimeter Scheiß drauf, da kann man immer noch langlaufen. Fertig, unfassbar. Muss also dringend etwas mit den zu langen Tischen geschehen. Nur was? Es wird keine entsprechenden konfektionierten Tische geben, die exakt eine Tiefe von 97 Zentimeter haben werden. Es ist kein übliches Maß. Ja, das mag sein. Das kommt noch dazu. Hoffi schreibt es gerade auch. Ich kenne keinen so breiten Bürgersteig. Also, ich kenne auch viele Bürgersteige, die sind doch keinen 1,50 Meter breit. Also, ich weiß jetzt nicht, wo das geregelt wird, ob das von der Stadt aus geregelt wird oder vom Land oder vom Bund, keine Ahnung. Aber wie viele Bürgersteige sind denn kein 1,50 Meter breit? Kenne ich doch massenweise. Hier bei uns im Ort gibt es so viele. Da gibt es Radwege, die sind nicht mal ansatzweise so breit. Verstehe ich nicht. Und nun? Ich kann aber keinen Gehweg neu bauen. Nee, musst du ja auch nicht. Da soll sich der feine Herr Neckel mal lieber schön selbst was einfallen lassen. Handkreissäge, ne? Oder? Ja, Die sind ja so schon zu schmal, da muss man doch nicht nur 3 Zentimeter Und wegnehmen. Michael Neckel fällt etwas ein. Der Restaurantkaufmann legt selbst Hand an und verabschiedet sich von den 3 Zentimetern des Anstoßes. Schön mit dem Anzug, Wir so ist haben richtig, damals so muss man sägen, sauber. Schönes Jackett an und dann erstmal die ganzen Sägespäne da rein. Die Kacke kriegst du da nie wieder vernünftig raus. Mann, 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 Mann. Aber das war jetzt, glaube ich, Absicht. Das haben die absichtlich so machen wollen. Das Jackett, das kann er höchstwahrscheinlich gleich in eine Tonne hauen. Auflagen des Amtes Genüge getan. Haben Sie das? Sie haben Regeln oder Sie haben keine? Und Sie können natürlich die Regeln jetzt versuchen einzuhalten.
oder Sie können die Regeln aufweichen. Regeln aufweichen? Niemals. Aufheben schon gar nicht. Nur die Kanten, die kann man aufheben. Hier, guckt euch das mal an hier. Hier, im Moment. Ich gehe mal zurück hier. Genau das meinte ich vorhin. Hier, wie die beiden hier sitzen. Das ist doch kacke. Guckt euch das mal an. Das sind doch, glaube ich, die gleichen. Sind das die gleichen? Ja, das sind die gleichen auch, ne? Ey, so will ich doch nicht sitzen. Auch nicht mit einem Kumpel oder sonst was. So auf Tuchfühlung gehen. Das muss doch nicht sein. Mit den hübschen Mädels immer, da können die das auch gerne noch ein bisschen schmaler machen. Habe ich keine Probleme mit. Aber das doch nicht. Nee. Schrecklich. Also hätte ich keine Lust. Also so zu zweit, wenn man sich so gegenüber sitzt, würde ich da gerne essen gehen. Aber so, ich würde mich da draußen so nicht hinsetzen wollen wie die beiden da. Keine Chance. Nee. Muss ich nicht. Nee. Will ich nicht. Die kann man auf. Sandril würde gerne so mit dir schmusen, ne? Heben und dem Amt stolz präsentieren. Aber gedankt wird's einem dort nicht. 3 cm Stück Holz, was soll das? Stimmt, was soll denn das eigentlich? So. Ja, genau so ist es, was soll das denn, ne? Unglaublich. Das nächste Video kommt sogar. Ne, Moment, ist das was anderes? Nein, ich will dich. Nicht loslegen. Ja, extra 3 ist schon krass, ne? Aber das Video haben wir uns jetzt eigentlich nicht angeguckt, sondern wir wollten uns jetzt als zweites, weil es geplant, wo haben wir es denn? Wo ist es? Da ist es. Ne, das waren abgesägte Tische. Da. Ein Glasfaseranschluss. Weil wir wollten ja eigentlich Technikvideos hauptsächlich gucken, die sich irgendwie mit Technik beschäftigen. Das war jetzt gerade nicht so technisch, ne? Aber trotz allem, mein Gott, haben wir angeguckt, war ja auf jeden Fall lustig. Der München. Jetzt gucken wir uns nämlich an, realer Irrsinn, Glasfaseranschluss in Genau, oder? Extra 3. Ich glaube, obwohl, ne, das ist noch ziemlich nagelneu, 9.9. Dann habe ich das noch nicht gesehen. Aber in Sachen Glasfaseranschluss habe ich schon so einiges bei Extra 3 gesehen. Da gab es schon diverse Kuriositäten, muss man schon so sagen. Ist das denn jetzt endlich in Full HD? Ey Leute, wollt ihr mich verarschen? Extra 3 NDR? Habt ihr kein... Ach nee, die machen wirklich noch alles in 720p, ne? Öffentlich-rechtliche haben ja noch kein Full HD. Das ist so krass, stimmt. Alles ARD, ZDF oder so, die haben ja vor 5 Millionen Jahren haben die mal auf HD umgestellt. Und das sind die ja heute noch. Die haben ja noch gar kein Full HD. Das wird jetzt auch alles noch in 720p hochgeladen. Wie lächerlich ist das denn? Nein, kann doch nicht sein. Krass. Habe ich schon völlig vergessen, dass die noch so in der Steinzeit sind. Meine Fresse, wir zahlen unfassbar viel Gebühren. Jeden Monat 17 oder fast 18 Euro. Milliarden nehmen die ein und ich weiß bis heute nicht, auch wenn das natürlich öffentlich einsehbar ist, der Großteil, wo die hingehen, trotzdem verstehe ich das nicht. Und die können nicht mal eben auf, mittlerweile sollten sie ja schon auf 4K upgraden, nicht mal auf Full HD hätten sie upgraden können, immer noch 720p, das ist echt ein Witz. Das sollten sie bei Extra 3 mal mit reinnehmen, das wäre mal lustig. Im Gladbacher Stadtteil Genhodder ist ein Ort des Fortschritts und der Zukunft. Vor allem in Sachen Digitalisierung, denn hier wird schickes neues Glasfaser für schnelles Internet verlegt. Wir bauen hier keinen FTTC, also Fiber to the Curb, sondern Fiber to the Home, Glasfaser bis ins Haus. Yeah, Fiber in the House mit einem Gigabit pro Sekunde. Der Bundesregierung und ihrer Internetförderung für ländliche Räume sei Dank. Turbo Internet für alle, das Bundesprogramm für superschnelles Breitband. Superschnell ist das Breitband hier, aber leider nicht für alle. Schließlich kann man hier nicht jeden Hans und Franz anschließen. Haus Nummer 17 wird angeschlossen, Haus Nummer 15 nicht. Pech für Herrn Kohlen, dass er liegt. Warum denn das? Wie geht denn das? Bei uns haben die Glasfaser gelegt, alles bis ins Haus rein. Jedes Haus hier, was sich angemeldet hat, hat einen gekriegt. Das liegt doch da, warum nicht? Ja, wird er jetzt höchstwahrscheinlich erklären, ne? Links in der 15 und nicht rechts in der 17 wohnt. Ein tragischer Einzelfall. Vor allem das Krasse ist ja noch, das ist ja ein Haus, ne? Das ist ja das Krasse. Das ist ja ein Haus. Ist das pervers? Die ganze Reihe wird ja nie angeschlossen. Ach so. Die ganze Reihe wird nie angeschlossen. Diese Häuser kriegen alle keinen schnellen Anschluss. Nur die im nördlichen Teil von Genhodder. Die im Süden nicht. Also mit Ausnahme der Nummer 17. Sicher ein Versehen, oder? Ha. Da gibt es eben die Richtlinie, dass alle Haushalte erschlossen werden, die eine Unterversorgung, also sprich weniger als 30 Mbit verfügbar haben zu Hause. Nee, jetzt hat diese Wohnung oder diese Doppelhaushälfte, die haben jetzt unter 30 Mbit und dann kriegen die dafür dann Glasfaser. Das heißt aber, genau, in der 17 wohnte Monty.
Das heißt jetzt ernsthaft, die legen die Glasfaser bis dahin und die anderen Häuser, die auf dem Weg, wo das Kabel sowieso liegt oder der Schlauch, ich weiß nicht, wie das heißt, die werden dann nicht angeschlossen und kriegen auch nicht die Möglichkeit, wie Panne ist das denn? Nee. Meine Fresse, ey, was ist da los? Ich verstehe das nicht. Tempo 30 ist in Genhodda die Geschwindigkeit, sowohl auf den Straßen als auch im Netz. Und wer wie Herr Kohlen 37 Mbit hat, hat ganze 7 Mbit zu viel und kann leider nicht angeschlossen werden. Da kann es natürlich sein, dass der eine dann knapp noch die 30 Mbit erreicht und dann 10 Meter weiter oder auch nur 5 Meter weiter eben diese Grenze unterschritten wird. Oder noch dichter dran. Ja, wir reden hier von 2,50 Meter. Das Kabel vor Herrn Kohlens Haus einfach um 2,50 Meter verlängern, klingt so einfach, ist aber leider nicht möglich. Wenn wir darüber gehen, dann verletzen wir die Förderrichtlinien, dann wird Fördergeld im Zweifel zurückgefordert. Das wollen wir natürlich vermeiden. Genau, vermeiden ist eine gute Idee. Die restlichen Anwohner bekommen ja auch schnelles Internet, aber eben erst, wenn die geförderten Bauarbeiten abgeschlossen sind. Der eigenwirtschaftliche Ausbau auch hier im Dorf kann dann anfangen, wenn der geförderte Ausbau abgeschlossen ist. Das ist planmäßig im November der Fall. Aber warum wird die Straße denn überhaupt nicht gleich komplett angeschlossen? Das habe ich jetzt, das ging aus dem Beitrag jetzt, glaube ich, nicht so ganz hervor. Ne? Warum wird nur im nördlichen Teil Glasfaser gelegt und im südlichen nicht? Bei uns war es ja auch so hier im Ort. Ja, wobei hier hat und ja, das ja unsere Gemeinde selbst in die Hand genommen mit Glasfaser. Das haben die dann mit der B-Tail zusammen gemacht, die aus Bielefeld kommt. Und wenn jetzt noch ein Bielefeld-Gag kommt, dann wird die auch getimeoutet. Da bin ich jetzt knallhart. Ich will die einfach nicht mehr lesen, das geht mir so auf den Sack. Das ist echt Asbach, das ist einfach durch, das Thema. Und hier wurde natürlich dann auch ausgebaut, natürlich so schrittweise. Ich hatte ja das mega geile Glück. Ich meine, ja, Video ist noch gar nicht zu Ende. Doch, ja, noch nicht ganz zu Ende. Ich hatte ja das Glück, besser gesagt Pech, dass ich irgendwie 50 Meter von der Erstausbauzone weg wohnte und ich in der ersten Runde noch nicht drankam. Weil das Lustige ist, der dicke Kasten, wo alle angeschlossen werden, der steht hier wirklich nur so Luftlinie 150 Meter entfernt. Mehr ist das gar nicht. Naja, aber ich wurde trotzdem noch nicht angeschlossen. Auch sehr geil. Naja, aber trotzdem, hier wird alles angeschlossen. Also außerhalb, ne, so hier auf dem Wiesen und so, die müssen sich so ein bisschen selber drum kümmern. Okay, das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber hier im Ort haben alle die Möglichkeit. Durch die Bank, alle. Hier gibt es keinen, der ausgeschlossen wird. Und so gehört sich das doch auch. Und dann werden wir entsprechend auch den Ausbau der restlichen Adressen auf den Weg bringen. Es wird dann nochmal Tiefbau auch stattfinden, absolut, ja. Ja, ja, also treppen wir es. Ja, aber wenn die doch sowieso schon da sind, dann muss jetzt nicht nochmal extra Tiefbau stattfinden. Die liegen doch da. Dann schließ sie doch an, verdammt nochmal. Meine Fresse. Kann man ja nie erklären, oder? Nee. Treppenwitz, nee. Zweistufiger Breitbandausbau in Deutschland. Wie krass ist das denn? Das gibt's nur in Deutschland, so ein Scheiß. Das gibt's woanders im Leben nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das das woanders gibt. Realer Irrsinn, das ist so krass. Ja, okay. Kurzes Video, aber sehr interessant auf jeden Fall. Extra 3, da könnte man mal öfter drauf reagieren. Sehr cool.